Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, sammeln wir erstmal ein bisschen Kohle ein. Danach würde ich sagen, gehen wir auch erstmal in den Kampf und gucken, ob wir hier eventuell an irgendeinem Event teilnehmen können und da eventuell sogar ein Paket gewinnen können. Werden wir sehen, müssen wir gucken, checken wir gleich gemeinsam ab, würde ich sagen. So, kohletechnisch sieht es wieder relativ gut aus. Da fehlt uns nicht mehr ganz so viel zum vollen Lager. Von daher passt es auf alle Fälle. So, die haben wir losgeschickt. Dann würde ich eingesammelt. Dann würde ich sagen, sammeln wir das hier auch gleich ein und machen hier drüben gleich mal weiter. Danach checken wir natürlich erstmal unsere Brutkammer. Unser Brutlabor wird natürlich auch gecheckt. Da gucken wir natürlich nach, was wir da für Dinos drin haben, welche wir evolutionieren können und welche nicht. Werden wir uns natürlich auch gleich noch gemeinsam ansehen. So, fangen wir erstmal an. Wir checken erstmal unsere Events. Was haben wir da? Arena-Vorführung, sehr seltenes Paket können wir gewinnen. Und Monster der Untiefen, da können wir ein extrem seltenes Paket gewinnen. Von daher passt es. Von daher sieht es relativ gut aus. Kampfstufe Nummer 41 haben wir auch erledigt. Da haben wir den Ostafrika-Saurus freischalten. Das ist ein Fleischfresser. Ein legendärer, nur mal so zur Info. Jetzt können wir hier erreiche Parkstufe Nummer 42. Das ist unsere nächste Aufgabe, um natürlich die Kampfstufe Nummer 42 auch freizuschalten. Da seht ihr aber, dass wir da noch sehr, sehr viel zu tun haben. Von daher würde ich sagen, investieren wir hier erstmal wieder ein bisschen Kohle und können ja nun so in unsere Aufträge mal gucken. Was haben wir da? Kauf und platziere eine Funkstation. Okay, haben wir hier eine Funkstation eventuell noch schon drinne? Müssen wir mal gucken. Da haben wir sie. Die haben wir sie ja schon fünfmal. Da würde ich sagen, platzieren wir die erstmal. Oha, oha, die nimmt richtig Platz weg. Klatschen die hier erstmal hin. So, dann haben wir das erledigt, haben das Stück Detail erstmal gebaut, müssen uns jetzt natürlich noch ein bisschen gedulden, bis es soweit ist, von daher ist es schon okay, denke ich. So, dann sammeln wir erstmal unsere gratis Wundertüte ein, nehmen hier alles mit, da gibt es auch gleich nochmal eine Funkstation, nur mal so zur Info, auch eine lustige Sache, verfüge über zwei Gebäude mit einem Bonus von mindestens 36%, das ist natürlich auch hammerkrass, hammerderbe. 35, da müssten wir da eigentlich nur noch mal drin klatschen. Wir könnten hier natürlich auch was zwischenhauen, das wäre natürlich auch optimal. Von daher würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal zurück, klatschen den hier raus. Mann, bleib jetzt stehen. So, und dann nehmen wir noch das Teil. So, und dann können wir natürlich jetzt zwei Gebäude da drinnen platzieren. Da weiß ich selbst noch nicht, welche wir so nehmen. Prozent hat es nur. Fünfundzwanzig. Oha, oha, oha. Gut, dann machen wir das erstmal mal anders. Hauen wir das erstmal wieder dahin und machen das dann später, würde ich sagen. Ja, jetzt keinen Nerv drauf. Ich will lieber in den Kampf gehen. Das finde ich sinnvoller. Von daher würde ich sagen, werden wir dann erstmal meine Gebäude so noch ein bisschen hin und her rücken, um natürlich die 36% zu holen. Aber erstmal jetzt hier in den Kampf. So, da seht ihr natürlich hier jetzt nur noch 44 Minuten. Alter Schalter, das habe ich vorher ja nicht so gesehen. Von daher müssten wir auf jeden Fall gleich mal in den Kampf gehen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wen nehmen wir da am besten mit? Ich würde sagen, wir nehmen den mit. Wir nehmen den mit und nehmen den mit und probieren es einfach aus. Gucken, ob wir mit den Beinen packen. Klar, das wird auf jeden Fall richtig derbe hart. Aber ich denke schon, dass wir da eine relativ gute Chance haben, wenn der Gegner nicht gleich aufs Ganze geht.
macht er zum Glück auch nicht. Von daher nehmen wir gleich nochmal alle drei Schläge mit in die nächste Runde und warten ab, was der Gegner so vorhat. Alles klar, da würde ich sagen, gehen wir mit 2 ruf und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Der Gegner blockt den, das heißt, Endschlag kommt auf alle Fälle erstmal durch. Ein bisschen was können wir ihn schon abziehen. Das ist erstmal megamäßig gut. So, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Da würde ich sagen, wir könnten so ja fast mit alle 8 rufieren, aber ich gehe 1, 2, 3, 4 hau ich ruf. 4 nehme ich mit in die nächste Runde. Oha, 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 4 blockt da, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, okay, dann hat er jetzt immer noch 5 Schläge. Geht er ruf oder lässt er sein? Er lässt es sein. Von daher können wir gleich nochmal mit 4 Schläge rufieren. Und dann nehmen wir 4 mit in die nächste Runde. Ein Block da, von daher kommen 3 Schläge durch. Wir ziehen ihn auf jeden Fall schon megamäßig viel ab mit dem ersten Dino, den wir hier haben. Von daher brauchen wir uns keine Platte machen. Jetzt können wir ganz entspannt den Sack zumachen. Weil wir haben jetzt 8 Schläge am Start. Der Gegner kann noch maximal 3 blocken. Von daher können wir auf jeden Fall mit alle drauf gehen, was wir haben, und holen uns damit auf jeden Fall den ersten Sieg. So muss es sein. Dann würde ich sagen, checken wir gleich mal Kampf Nummer 2. Weil das Ding ist ja, wir haben das Event nicht mehr allzu lange, eine 45 Minuten bzw. eine Dreiviertelstunde jetzt noch. Von daher müssten wir jetzt eigentlich alle 3 Kämpfe runterrattern. Das wäre auf jeden Fall das Sinnvollste, was wir machen können. Von daher würde ich sagen wir hier erstmal gut, okay, nehmen wir mit die DNS. Und dann checken wir hier natürlich den nächsten Kampf. Was haben wir da? Hier haben wir wieder 2 Oberflächen-Dinos. Das heißt natürlich, dass wir mit Rift-Dinos agieren müssten. Wen nehmen wir damit? Das ist natürlich auch nicht so leicht. Von daher weiß ich nicht so richtig, was ich machen soll. Ich würde sagen, wir nehmen den mit. Nee, der ist blöd. Der ist richtig blöd. Ah doch, wir probieren es einfach aus. Ich nehme den, den und den mit. Wir probieren es mit den dreien erstmal aus. Gucken, was so geht. Ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall richtig harter Brocken. Von daher müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten agieren. Ich hoffe natürlich, dass der Gegner jetzt nicht gleich seine 2 Schläge rufbrettert. Macht er aber. Haut uns natürlich weg. Gut, okay. Wir haben jetzt insgesamt, wie viele Schläge haben wir am Start? 3. Will man nur mal gucken, wie viel Angriff der hat. Was ist denn das gewesen? Alter, was war denn das? Habt ihr sowas schon mal gehabt? Gut, okay. Dann machen wir ganz anders. Wir nehmen den auf jeden Fall nochmal mit in den Kampf. Ihr seht aber, der hat auch nicht so viel Power. Von daher würde ich schon fast mit einem anderen agieren. Und zwar nehmen wir jetzt einfach den mit. Nehmen. Den mit. Und nehmen den mit und probieren mit den dreien aus. Mit den dreien müsste es eigentlich funktionieren. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das für ein Problem war. Ich wollte eigentlich nur mein Dino wechseln, beziehungsweise mal gucken, was der so drauf hat. Von daher verstanden. Habe ich es auf jeden Fall ja nicht verstanden. Ich weiß nicht, was wartet gerade. So, 2 kriegen wir schon wieder auf die Mütze. Das ist natürlich richtig mau, richtig mies. 300, da müssten wir eigentlich nur 3 rufklatschen. 1, 2, 3er hauen wir ruf, dann hauen wir den natürlich auch erstmal weg und haben dann natürlich, naja, die Nase vorne, würde ich nicht sagen. Aber eigentlich schon, wir haben eigentlich durch unseren Klassenvorteil doch ein bisschen die Nase vorne, würde ich sagen. Er greift auch noch nicht mal an, das ist natürlich noch besser für uns. Würde ich sagen, wir wechseln erstmal unseren, ne, wir machen das mal anders, wir nehmen hier 3 mit. Und warten erstmal ab, gucken, was der Gegner macht. Geht er ruf oder lässt das sein? Er lässt es sein, das ist natürlich gut für uns. Weil so können wir ganz entspannt unseren Dino wechseln. Hauen 2 ruf und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Einer kommt so ja durch, von daher passt es.
Wir hätten natürlich auch ja nicht den Dino wechseln brauchen, mit alle drauf gehen sollen, was wir haben, dann hätte es natürlich gereicht am Ende, aber gut, okay. So, jetzt er nochmal ruf, klatscht uns natürlich nochmal weg. Das Coole ist, er kann nur 3 Schläge blocken. 8er haben wir insgesamt am Start, von daher kloppen wir die alle 8 ruf und hauen den Megalodon auf jeden Fall erstmal weg, holen uns den nächsten Sieg. Aber wie gesagt, ich weiß trotzdem nicht, was davor für eine Action war, warum das so bitter war, warum es nicht gefunzt hat, warum es einfach abgebrochen hat, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wenn ihr da einen Plan habt, schreibt das mal in die Kommentare. So, hier sind wir erstmal durch. Da würde ich sagen, checken wir auch erstmal den dritten Kampf noch ab und gucken, was uns da erstmal erwartet. So, was haben wir da? Was haben wir da für einen Gegner? Oha, oha, oha. Das wird auf jeden Fall megamäßig krank. Da seht ihr selbst, dass wir hier richtig heftige Gegner haben. Von daher müssen wir da auf jeden Fall erstmal was tun. Ich weiß noch nicht genau was. Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir bräuchten auf jeden Fall Rift-Dinos oder Oberflächendinos. Da haben wir jetzt natürlich 2 Oberflächendinos. Hier haben wir noch einen Rift-Dino mit am Start. Aber die haben natürlich nicht viel Lebenspunkte. Von daher müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. So, ich bin erstmal raus für heute. Würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.